Willkommen zurück zu meinem Let's Play XCOM. Das letzte Mal haben wir ein Raumschiff abgeschossen. Jetzt sind wir gerade auf der Crash-Site und wie ihr vielleicht erkennen könnt, ist es hier noch immer mitten in der Nacht, was ich überhaupt nicht richtig finde. Naja, gut, wir sind also zu früh raus. Das heißt, wir werden wieder nichts sehen. Okay, schaut gut aus. Schuss in die andere Richtung. Ebenfalls in die Knie. So, ist dann das Feld aus. Auf jeden Fall, da ist das Raumschiff. Schauen wir in diese Richtung, sicherheitshalber. Nachdem es hier. Ah, da ist auch eine Tür. Schau. Nein. Noch immer keine Aliens. Ich hoffe, es sind nicht allzu viele an Bord. So, du gehst noch dahin. Die anderen vier. Lass mal jetzt einmal an Bord. Wir gehen vielleicht ein Stück vor. Aber an und für sich bleiben sie an Bord. Na dann, schauen wir mal, was die Aliens machen. Sie haben irgendwelche Sachen auf und zu gemacht. Auch nicht schlecht. Ha, ich sehe einen Alien. Kann man auf den noch schießen? No line of fire. Wieso sehe ich den hier?
Achso, das sollte man wieder stellen. So, warte mal. Du stöberst vielleicht da mal nämlich die Gegend und kommst auf genau gar nichts, oder? Ah, du siehst ihn. Kannst du schon schießen? No line of fire. Kannst du jetzt auf ihn schießen durch die zwei Fenster durch? Wow. Nicht nur kannst du durchschießen, du hast das auch wirklich getan. Nicht schlecht. Wo ist denn dieses Alien mal los? So, dann mal machen wir zuerst Tula Laxo. Tula Laxo geht daher. So, wie ist das jetzt? So, jetzt kommen wir mal die letzten raus. Jo, ich glaube, das müsste es mal gewesen sein. Nächste Runde. Blödes Alien. Schieß nicht auf meine coolen Typen. Ah. Drei Wunden gar. Oh mein Gott. Wow, das war knapp. Wir schießen unsere eigenen Leute ab. So, du gehst nochmal ins Raumschiff zurück. Du magst ja vielleicht cool sein, weil du hast jetzt mehrere Schüsse abgekriegt und abgefeuert und zwei Aliens gekillt. Um ehrlich zu sein. Silvio, also besser so, wenn du da stehen bleibst. Paddy, was sagst du?
Okay, dann wird sich jetzt von der Seite dem Raumschiff mit etwas Glück. Das ist ein mittelgroßes, da sind mehr als zwei drinnen. Ich hoffe, der Jesse stirbt nicht. Immerhin war er so hervorragend im Kampf gegen diese zwei widerlichen Aliens. Laxo hinterher. Okay, da sind jetzt mal keine Aliens mehr. Und da ist noch eine Tür. Jo, haben wir jetzt alle? Schaut fast so aus. Nächste Runde. Das klingt nicht gut. Da ist jemand 300.000 Mal hin und her ins Haus gelaufen. Und wieder zurück. Nein, das war ein Fehler. Mist, du bist schon gekniet. Ivaretta ist vollkommen überfordert und überlastet. Der hat jetzt schon kein Dings mehr. Gut, der wird das einfach nur gehen. Möglichst weit. So, Matthias Müller. Okay, da ist das Spielfeld zu Ende. Das ist ja kein weiteres. Da auch. Bis zum Schluss. Durchgehen. Der Silvio. Wie komme ich da durch? Da muss ich so einen Weg freischießen. Kann das sein? Mal ein Snapshot auf diese Wand. Okay.
Diese Wand ist snapshot-sicher. Ah, dummes Dolmen-Ding. So, ich sehe das Raumschiff und es schaut eigentlich noch relativ gut aus von dieser Seite, was bedeuten könnte, dass die meisten Aliens überlebt haben. Vielleicht sollten wir auch welche versuchen zu betäuben. Oh, das ist aber nett, das Spiel speichert für mich, obwohl ich gar nicht speichern will. Oder geht ja noch weiter auf. Das ist der einzige Ort, um da rauszukommen. Okay. Der Eingang ist auf der untersten Seite. Ich fürchte, der Rookie wird es nicht machen. Nur vier. Noch ein Alien. Das war eindeutig. Da ist der Eingang zum Raumschiff. Sehr cool. Haben wir alle? Na gut. Und weiter geht's. Ah, ich hab's befürchtet, die Aliens bewegen sich weiter.
Hey, das ist ja cool. So ein Dach. Los, Silvio. Geh vor, um Bösewichter aufzutreiben. Paddy, du gehst unten rum. Und Francis, du gehst oben rum. Ja, an dieser Stelle. Reißen wir jetzt das UFO ein. Okay. Der Garten zu Ende. Da ist auch die Karte zu Ende. So, Iva, für dich gilt eigentlich nur Lauf, Iva, Lauf, Iva, Lauf, Lauf, Lauf. Achso. Falsche Taste gedrückt jetzt. Schon fast schon gut aus. Der kommt noch dran. So, du musst auch noch dran. Das ist seltsam. Und du kommst auch noch nach. So, aber jetzt dürften wir es haben. Okay. Der Alien kommt natürlich nicht raus aus seinem Loch. Matthias Müller. Die junge Mann. Mit dem gehen wir da außen rum. Genauso mit dem Peggy.
Okay. Da ist ein Alien. Wieso sehe ich den erst jetzt? Das Spiel ist jetzt zu easy. Gut. Silvio, das war ziemlich daneben. Okay, no line of fire. Gibt es nicht noch jemand jetzt? Wir nehmen einfach mal an, dass in den Häusern nichts mehr drinnen ist. Dann kann uns auch nichts passieren, wenn nichts mehr drinnen ist. Wenn schon was drinnen ist, was durchaus sein kann, wäre das nicht ganz so schön. Dann könnten sie uns von hinten aus angreifen. Wir ziehen da jetzt einmal alles zusammen, was Rang und Namen hat. Kannst eigentlich du auf dieses Alien schießen? Ich hab's befürchtet. Petra. Herr Richter, kommen Sie auch mal nach mit Ihrem Dings, mit Ihrem Raketenwerfer. Sind Sie weiter gehandicapt wie nur was? Hätten wir. Hey, der Feigling soll da bleiben. Tja. Es tut mir leid, Jesse, aber ich habe noch keine Medikits. Du hättest es überlebt, wenn ich eins gehabt hätte. Ach ja, so ist das Leben, hart und ungerecht. So, wir haben gesagt, du gehst hier hinterm Pell hinten nach. Sollten wir natürlich auch noch machen.
Und auch hinterher. Ist vielleicht haben die dort auch was. Oder was sind die Richtung? Stimmt, da müssen wir auf den grünen Pfeil gehen. Sonst wird er nie fertig mit seinen Bewegungspunkten. Haben wir schon. Noch nicht. Ist das bei dir? Können wir das auch so machen? Das wird da reingehen. Und nächste Runde. Das war jetzt überraschend. Da waren doch noch sehr viele. Ach ja. Matthias, du könntest ruhig weniger irre werden, nur weil da Leute auf dich schießen. Ah, das war nicht gut, das war gar nicht gut. Knie warten auf den nächsten. Okay, das sind also noch zwei. So, schau. Schon Petra Larsen, das ist genau das Richtige für dich, oder? Mitten im Kreuzfeuer zu stehen.
Ja, Herr Müller, das haben Sie gut gemacht. Echt spitze gemacht. Herrschaften, ihr habt es hier mit einem Profi zu tun. Das ist aber schön. Wobei, warte mal. Schauen wir mal, hast du sowas? Wie kostet denn das Zeit? 18. Wow. Da sind gleich zwei. Was? Kein Line of Fire? Super. Das war jetzt besonders klug. Warte mal, aber du? Geh du doch mal zur Seite vielleicht. Puh, sollen wir das mal probieren? Ein Snapshot Okay, das ist ein guter Fall für wir laden neu. Jetzt habe ich gerade, ich mache einen Total. Party Wipe out hier. Das ist gut. Ja. Okay. Schieß du doch mal auf diese Typen. Der nächste. Ich glaube, das war's. Und wie viele haben wir jetzt schon verloren? Das muss hier noch gewesen sein. Und noch jemand. Okay. So, Miroslav. Das müsste eigentlich gewesen sein. Mehr dürfte eigentlich nicht mehr drin sein.
Oh Gott, das war schrecklich. Wir haben 6 Leute verloren. Das heißt, wir haben unsere eigenen Dings nicht erfüllt. Verdammt. Na gut, wir werden nicht neu laden. Aber immerhin, wir haben einen UFO-Navigationsdings gefunden. Alien Alloys haben wir auch gefunden. Und wir haben Alien Artifacts recovered, nämlich 13. Nicht schlecht. Wir haben sogar einen lebenden Alien recovered. Das ist ja cool. Und wir haben 4 Aliens gekillt. Okay. Not enough equipment to fully reequip. Autocannon. Small rocket. Okay. Roisin Ferren. Ferrell ist jetzt Sergeant. Okay. Okay. warte mal. Autsch. Da sind viele gestorben jetzt. gut. Wir brauchen also mehr Soldaten. Okay. Purchase Recruit. Wir brauchen nochmal 6 Soldaten. Außerdem haben wir gesagt. Sowas nehmen wir auch nochmal. Jetzt sind wir auch noch ein paar. Okay. Ja. Wir equipten den Skyranger. Ich gebe ein bisschen mehr neue Crew drauf. Lorna Shaw. War gut, dass du verletzt warst letztens. Hast du es überlebt? Ah, Naomi Gutierrez hat das auch überlebt, dass sie nicht dabei war, weil sie verwundet ist. Oh, wir haben schon 12 Laser-Rifles. Das heißt, wir werden die normalen Rifles raushauen. Und diese Rifles reingeben. Das ist ja super. Hey, wir haben auch 5 Medikits bereits. Sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Gut, diese Rifles können wir vielleicht verkaufen jetzt mal. Sensec. Verkaufen wir diese ganzen Rifle-Dinger da. Das braucht echt kein Mensch. So, Herrschaften, nachdem wir hier jetzt einiges an Personal zerstört haben, werden wir für diesen Tag aufhören. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal bald wieder. Bis bald und tschüss euch allen.